Adi? Adi? Guck mal, wie meine Hand aussieht wegen dir. Du warst hier immer kaputt und jetzt tust du wieder so lieb für die Kamera. Dabei bist du ganz böse. Guck, wie böse du bist. Du hast schon wieder Krümel im Auge. Krümel. Aber ich liebe dich trotzdem. So. Willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch am Donnerstag. Wieder mal, weil gestern ja der neue Raid-Boss kam, beziehungsweise nicht neu, der alte, nämlich Terrakium, der war ja schon mal da, aber jetzt als Shiny eingeführt. Und eigentlich hätte ich mich mal rasieren müssen, ich sehe schon wieder aus, ne? Wie Juri muss ich aussehen nächste Woche, ihr wisst Bescheid. Heute die Männertags-Edition. Heute ist auch Männertag, das heißt, ich habe noch alles vor mir, aber heute wird es gemütlich, denn für mich war gestern schon Männertag. Deswegen fühle ich mich auch so, wie ich gerade aussehe. Jetzt haben wir aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Kenny, so erledigt, schreibt er hier, mit einem Shiny Viridium. Denn das ist ja letzte Woche Mittwoch reingekommen, konnte Shiny sein und gleich am ersten Tag hat er sich hier ein Shiny Viridium gegönnt. Julchen hier mit einem in der Raid-Stunde geklickert, Panzer Aeron auch als Shiny, das werdet ihr heute ganz oft sehen, ganz häufig. Gandalf Julius mit einem 100%igen Viridium in der Nähe von Sulzfeld, Bayern, sehr schön. Die Heike, Shiny Panzer Aeron beim Kenny, nochmal. Huch, wer besucht mich denn daheim? Ein wildes Despo da, das sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Wann habt ihr das letzte Mal ein wildes Despo da gesehen? Ich glaube, das letzte Mal, dass ich eins hatte, war beim ISWO, als ich dort zu Besuch war. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, wie ich das Despo da dann gefangen habe mit ihm zusammen im Auto. Das war auch eine sehr coole Sache. Die Steff hier auch, ich habe es auch Shiny Viridium mitgenommen, 84%. Der Kotbrot mit einem Shiny Glücks Glurak, was ja lucky ist, also Glücks habe ich ja schon gesagt, ist ein, wie viel fehlt da? Das könnt ihr euch selbst ausrechnen, ne? Da zerbreche ich mir jetzt nicht meinen kleinen Kopf darüber. Auf jeden Fall auch hier getradet, ein schwarzes Lucky Glurak, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Bockwurst King mit einem Shiny Teddy Ursa plus einem Shiny Mogelbaum, das gleich noch hinterher. Deverus, den sein Shiny Viridium wurde wahrscheinlich gerade abgeholt. Sieht aus, als würden die Aliens es gerade hochbeamen, entführen, irgendwas. Da hängen einfach nur noch die Füße runter. Bobsorob mit einem Shiny Endivie. Ist er wahrscheinlich nicht so entzückt darüber, wenn man sich den Smiley unten drunter anguckt. Bockwurst King nochmal Shiny Panzer Aeron. Kotbrot mit einem 100% erlösten Pinsir. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Der ist wohl sehr aktiv immer bei den Rocket Stops, denn der erlöst öfters mal einen 100er. Der hat da immer viel Glück, denke ich mal. Ich glaube, ich habe bisher 3 oder 4 100er bekommen. Der hat gefühlt in der Woche 3 oder 4 100er. Ich allgemein. Julchen hier nochmal mit dem Shiny Mogelbaum. Sören, gute Nacht mit Shiny Panzer Aeron. Dragonite, das hätte eigentlich ein Schocker der Woche sein können. Ein 100%iges Shiny Glücks Kobalium. Kann man mal machen, ne? Ich tausche ja auch immer die legendären garantiert als Glückstrade, wenn ich Glücksfreund werde, mache ich den Lucky-Eintrag immer mit Shiny-Legendären, nicht mit den normalen. Deswegen verzichte ich drauf, dass ich jeden Tag ein Legi tausche, in der Hoffnung, dass mal ein glückliches dabei ist. Was ist das denn hier für ein dreckiges? Ich mache jetzt mal hier das Internet aus. So, vielleicht kommt das dann nicht mehr, dann kommt es bestimmt trotzdem noch, egal. Da müsst ihr heute durch. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Nimmt man natürlich gerne mit als 100er. Julchen hier auch. Liebling, wer hat denn das Heatran geschrumpft oder das Heatran, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall sehr klein aus, aber vielleicht ist das ja so klein. Wer sagt denn, dass das so riesig sein muss? Vielleicht ist das ja wirklich nur so eine kleine Laus, wie bei WhatsApp oder wie das Ding heißt. Ist das beim Heatran einfach genauso? Vielleicht sind die auch verwandt. Kenny hier auf dem falschen Account, 100er Viridium, Flex, Strom, man merkt, ach, man kennt es, man sitzt zu Hause und brütet ein Ei aus. Ich kenne es nur, man sitzt zu Hause und legt ein Ei. Auf jeden Fall hier Shiny Skorgler, Shiny Stolunior, weil es so schön war, noch eins hinterher. Dann der Kotbrot wieder mal, es wird immer schlimmer, 100% Nasknet, diesmal nicht erlöst. Gibt es ja, glaube ich, als Krypto-Pokémon gar nicht.
Robby mit einem Shiny Groudon, natürlich aus der Höhen-Nostalgie-Forschung, wo morgen natürlich auch die nächste Region anfängt, da bin ich auch gespannt drauf. Julchen ganz unerwartet, Shiny Pandir, der Kenny auch mit einem Shiny Groudon aus der Höhen-Forschung. Der Marco, gerade aus der Quest bekommen, 100% Morabell. Sören zeigt uns hier zum ersten Mal Pizzabrötchen gemacht, folgt mir für mehr Rezepte, einfach Pizza, Brötchen, fertig, zack. Das hätte ich eigentlich rauslassen können, ist ja kein Pokémon, aber zwischendurch einfach mal so zum Aufheitern. Kenny hier noch mit einem Shiny Absol, auch sehr fein. Dann ein Pokestop, den ich besonders interessant fand, weißer PlayStation 4 Controller. Wer reicht sowas ein und wer nimmt sowas bitte an? Ist selten, dürfte man eigentlich überhaupt nicht haben, dürfte man nicht sehen. Zum Glück weiß keiner, wo der ist, sonst würden die das wahrscheinlich wieder melden und löschen. Gefa hier mit einem Shiny Perlu, dann war ich bei meiner Cousine im Account, für die sollte ich nämlich einen Raid mitmachen. Und dann habe ich mich gewundert, die hat einfach einen Shiny Praktibalg gebrütet. Ich habe nämlich auch geguckt, was sie so für Shinies hat, das interessiert mich immer bei den Leuten. Und das ist frisch gebrütet gewesen, ihr seht ja 5.44 Uhr ist es geschlüpft und ein Shiny zu brüten ist immer wieder was ganz Besonderes. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Dann beim Sören hier auch nochmal Lauterbach Hessen, ein Shiny Viridium. Beim Carboy, diesmal ist er dabei, letztens war er traurig, dass er es nicht reingeschafft hat. Ein Shiny Volbeat und ein Shiny Kanimani. Robby auf dem kleinen Account, 100%iges Groudon. K-Joker mit dem Shiny Schmerbe, nach der Schicht noch ein Shiny, das Schicht-Shiny, das sogenannte, wer kennt's nicht? Kenny hier mit einem 100%igen Ninja-Tom, das sieht auf jeden Fall krass aus, das auch sehr selten, gibt's ja so eigentlich nicht wild zu fangen, war jetzt natürlich wieder aus dieser Quest-Reihe mit dabei, also aus der Höhenforschung und da ein 100er zu ziehen auf dem Main ist auf jeden Fall das krasseste, was ihr machen könnt. Müsste auch fast schon ein Schocker der Woche sein. Aber ich glaube, wir haben letztens auch schon ein 100er Ninja-Tom dabei gehabt. Deswegen, Adi schlägt sich gerade auf dem Bett alles zurecht. Deswegen gilt es natürlich nicht. Wir brauchen 1A-Sachen, die einmalig sind. Steff hier auch mit einem Shiny Shinux vorbelastet, Shiny Kanivanya, Gefa, Shiny Kanivanya, Kenny mit einem 100er Mushas vorbelastet, Shiny Absol, Marco mit einem Shiny Sneebel, Flexstrom mit einem 0% Sneebel. Ist ja eigentlich nicht so toll, aber kann man ja auch mal mit reinnehmen, weil viele Leute freuen sich ja, wenn sie wirklich einen Nuller bekommen. Das ist für die noch wertvoller als ein 100er. Flexstrom auch noch mit einem 98%igen Krypto-Fukano, was er natürlich erlösen kann zu einem 100er erlösten Fukano. Wenn es jetzt schon ein 100er wäre, würde ich es aber auf jeden Fall so lassen. Also 100er Krypto sammeln ist nochmal eine ganz andere Geschichte. So wie das hier zum Beispiel, ein 100% Krypto-Duflor. Könnte auch erlösen, aber mehr als 100 geht ja nicht. Würde ich also so lassen, hat er hier auch 14,99 gepusht für die Superliga. Das ist also sehr interessant, ein 100er Krypto Duflor. Dann hat der Flexstrom uns noch gezeigt, was er alles während des Kanivanya-Rauchtages gefangen hat. Da gab es also zwei Kanivanya, ein Krabi, ein Sepa. Wenn ihr das mit Alter 0 eingebt, diesen Suchbegriff, dann seht ihr also alles, was ganz frisch ist. Alles direkt von diesem Tag. Und das ist auch unglaublich, das hätte auch ein Schocker sein können. Er hat einfach mal 8 Zuro-Keks bekommen. Bei mir, ich habe 4 Zuro-Keks bekommen. In jeder Unlichtstunde gab es 1, in der letzten gab es 2. Es hat sich ja immer abgewechselt zwischen Wasser und Unlicht und er hat einfach insgesamt 8 Stück bekommen. Alle an einem Tag, alle in dem Event. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Dann hat er noch einen Shiny Dummiesel bekommen. K-Joker zeigt uns ja auch, was Pikachu momentan macht, noch eine Region übrig, dass das wirklich von Region zu Region geht, die ganzen Pokémon enthauptet, umbringt, deswegen die Köpfe davon trägt als Mützen. Haben wir letztens ja auch schon ein anderes Bild davon gehabt, was das so ähnlich beschreibt. Ihr seht nochmal das, das ist klassisch, das gibt es ja in vielen verschiedenen Varianten. Jetzt halt in der Pokémon-Variante mit den Mützen. Gabriel dann auch mit einem 100%igen Zubiris. Geitsch mit einem Shiny Sneebel plus einem Shiny Groudon, was er auch aus seiner Höhenforschung hat. Da hat er sich auch besonders gefreut. Ich glaube, das war auch sein
Pokédex-Eintrag, weil der spielt ja noch nicht so lang. Und dann hat er sich noch ein 100%iges Obi gegönnt. Ein erlöstes natürlich. Also, der kennt sich aus, wie man sieht. Er sagt immer, er hat keine Ahnung, was er überhaupt da macht und hin und her. Aber hat sich ein schönes 100%iges Obi rangezüchtet. Würde ich aber noch entwickeln. Hat ja auch ein gutes Level, dass er das auch nutzen kann zum Angreifen, als Pflanzenangreifer, irgendwas, ist das natürlich nützlicher, als es so als Obi zu belassen. Auch ein Shiny Kanivanya beim Geitsch. Flexstrom hier mit einem Shiny Wablu. Flexstrom mit einem Shiny Lucky Wingull 98er. Fast ein 100er, aber sowas würde ich zum Beispiel auch wieder einfach verschicken, weil mich der Hintergrund stört, gerade beim Wingull, was sowieso so klein ist. Und dann auch noch so hell, wenn das... Ihr kennt die Geschichte ja, wer es nicht kennt, weiß jetzt Bescheid. Ich hasse das einfach bei dem Shiny, den Lucky-Hintergrund, wenn das so ein kleines Shiny ist, weil das komplett von der Farbe und allem ablenkt. Dann Bockwurst King wieder mit seinem 98er, diesmal Gekka-Bohr. Und es ist immer noch so, ich nehme nur 98er vom Bockwurst King rein. Der Sören hat mir ganz viele 98er geschickt, hat auch gesagt, kann ja den Bockwurst King grüßen, wenn ich die zeige. Ich habe gesagt, nee, ich habe einen Vertrag mit ihm, ich darf nur seine 98er zeigen. Da ist auch der Sören gleich wieder mit dem Shiny Lucky Regirock. Und da ist es jetzt wieder ganz anders. Guck mal, das Regirock ist so groß und breit, das verdeckt diesen grellen Hintergrund. Und so sieht das auch einfach besser aus. Deswegen bei legendären Lucky Shinies stört mich der Hintergrund nicht. Die sind ja mit guten IV meistens auch nützlich. Aber was wollt ihr mit einem 98er Lucky Wingull als Shiny? Da geht es ja eigentlich um das Shiny und nicht, dass das gute Werte hat. Dann hat er auch noch ein Kanivanya bekommen plus ein Skungapoo mit 15.015, was auch sehr interessant aussieht. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. So die Wertverteilung. Dann hat er mir irgendwie ein Bild geschickt mit 3 Biers. Dorfbräuhaus. Okay. Weiß nicht, wieso ich das drin gelassen habe. Wahrscheinlich, weil heute Männertag ist. Deswegen Grüße gehen raus. Und auf dem kleinen Account ein 100er Bummels bei ihm. BisaFanTV bzw. Dani der Dicke hat meinen Stream letztens geteilt vom Kanivanya Rauchtag, diesen 6-Stunden-Stream, als es losging. Dafür auch nochmal Dankeschön von meiner Seite aus, dass er da auch immer ein bisschen mit supportet, Werbung macht und die Leute auch darauf aufmerksam macht, wenn wir so eine Sache machen, da wirklich 6 Stunden durchzustreamen, das ganze Event. Julchen hier mit einem Shiny Sepa, Shiny Pfiffchen, Shiny Mediti und Bockwurst King, Shiny Roselia, mitten im Anruf abgescreen, wie ihr seht. Cassiopeia, Paya, Shiny Barschwa, habe ich letztens auch eins, aber das zeige ich euch in einem anderen Video, wie das zustande kam. Bierbenny hier, Shiny Viridium, Bockwurst King, 98er Schellers, vorbelastet, einfach ein 100er wildes Sejong gefangen gestern. Das ist natürlich sehr cool, einfach so wild. Ihr wusstet, es gab ja auch eins aus der Quest, also aus der Nostalgie, aber er hat einfach ein wildes gefangen. Das ist eine sehr coole Sache, würde ich auf jeden Fall weiterentwickeln, weil Reiser trotzdem ein richtig cooles Pokémon und auch ein guter Eisangreifer, würde ich einfach mal behaupten. Bockwurst King, 0% Gekka-Bohr. Frank Behrendt hier, guten Morgen, mit einem Shiny Schwalbini. Tobi, yay, mit einem Shiny Pikachu mit Rayquaza-Mütze, so eins, was wir ja auch verlosen. Video kam am Dienstag raus, wer das noch nicht gesehen hat, checkt das Video vom Dienstag nochmal ab. Mit der Shiny Pikachu mit Rayquaza-Mütze-Verlosung, wie ihr da mitmachen könnt, was ihr machen müsst. Und aufgelöst wird es dann auf jeden Fall wieder am Montag im Livestream ab 20 Uhr. Das gibt's doch nicht, schreibt er hier und hat sich noch ein Shiny Sengo hinterher gegönnt. Der Brain mit einem 100%igen Admurai, was er aber gebrütet hat, also das Otaro gebrütet, schreibt er dann noch hier. Das Otaro habe ich ausgebrütet, als ich das Trassler geholt habe. War also auf dem Weg zu einem 100er Trassler, hat dabei ein 100er Otaro gebrütet, hat es dann aber gleich entwickelt. Ich hätte natürlich auf den C-Day gewartet, denn ich habe, weiß ich nicht, was macht ihr mit Admurai? Eigentlich nichts, oder? Deswegen kann man ja geduldig sein und warten, bis es die speziellen Attacken bekommt, aber er ist zuversichtlich, dass er eh noch eins bekommt, ein 100er in nächster Zeit. Dann davor hat er sich das geholt, ein 100er Schmerbe, kann man auch mal mitnehmen, der kleine Surströmming-Fisch. Der Nebelmon hat einfach mal sein altes Admurai rausgeholt,
so Vergleiche, wisst ihr immer, wer ist der krasseste, wer ist der Beste. Der hat am 13.01. nämlich schon eins gehabt, hat das aber auch entwickelt, hat auch nicht gewartet, bis der Z-Day irgendwann mal kommt. Dauert ja bestimmt noch 20 Jahre, aber trotzdem. Bockwurst King hier, Shiny Zickzacks, Shiny Vivien, Lilliree mit einem Shiny Viridium, 89%. Hannes Red Devil Black, auch Shiny Viridium, Flexstrom, 96%iges, Shiny Flemly, kann man mal mitnehmen, schreibt er hier auch. Plus Shiny Fiffchen, Julchen, leider falscher Account, auch mit einem 100% Ninja Tom. Deswegen sage ich ja, wäre das ein Einzelfall, wäre sowas richtig krass, Schocker der Woche. Aber wenn das mehrere Leute in der gleichen Sendung haben, dann kann es kein Schocker mehr sein. Dann ist das einfach zu viel. Julchen noch mit einem Shiny Stolunio, Shiny Eneko, fast nicht gemerkt, kaum Unterschied. Genau, wenn jetzt noch ein Lucky Hintergrund da ist, dann seht ihr gar nichts mehr. Und das ist das Problem, was ich immer habe. Dann hat sie noch ein Shiny Zickzacks, Shiny Fiffchen, Rauchtag plus Spotlight, gleich Familie voll. Sehr schön, bei ihr natürlich. Der Sören auch mit dem Shiny Viridium. Der Tim Johannes, der kann es, hat meine Schwester für mich abgeholt, ein 96er Shiny Shinux. Aus dem Feldforschungsdurchbruch, genau, der ist ja immer noch im Feldforschungsdurchbruch. Tobias Weigel nach 5 Raids, Shiny Viridium. Nice, Tobias Weigel mit dem Shiny Panzer Aeron, ein 100% Kamerupt, genau wie ich in meiner Quest hatte, also auch sehr gute Sache. Tobias nochmal mit einem Shiny Krabby plus, nicht plus, sondern von Dragonite, ein 0%iges Glumanda. Was aber nicht von ihm ist, das hat er mir irgendwie weitergeleitet aus einer Gruppe von jemandem. Ihr seht ja hier in Pisa, Toskana, Italia. Ein italienisches Glumanda mit 0% auf jeden Fall. Dennis Weigel zeigt uns auch Pokémon Go after announcing the coin gain decrease from gym defending. Also 2020, wenn es dann soweit ist, dass ihr die Coins wirklich nur noch einen Coin, ja, ihr wisst das ja selber, dass ihr jetzt doppelt so lange dann sitzen müsstet für die Coins als wie davor, dass ihr jetzt eigentlich 25 Stunden sitzen müsst, um 50 Coins zu kriegen. Vorher musstet ihr nur 8 Stunden, also 9 Stunden sitzen, um das zu haben. Und ihr seht, was passiert ist. Na, Yandex hat selbst die Coins im Prinzip damit unzugänglich gemacht oder erschwert, begraben, wie das hier dargestellt wird. Ihr kennt ja sicherlich alle dieses komische Meme, was rumgeht und überall gemacht wird. Kann man so sagen, aber ich hoffe wirklich, dass sich das nicht durchsetzt, dass sie das alte System behalten und nur diese 5 zusätzlichen Coins vielleicht für Leute ohne Arenen und so mit integrieren. Dann, so kann das Event beginnen. Dennis Weigel, auch noch Shiny Fibien. Klar bekomme ich den Z-Day Shiny, ist er auch wieder traurig, mit dem Shiny Hydropi. Das war's vom Dennis, jetzt beim Alex Hoffi aus der begrenzten Forschung, auch ein Shiny Groudon. Ihr seht, viele Leute haben dann Groudon bekommen, was Shiny war. Alex Hoffi noch, heute Morgen aus einer Feldforschung bekommen, 100% Jungblut, auch sehr cool. Andreas Ertel dann hier mit einem 100er Skorgler, plus Shiny Griffel, plus Shiny Fiffchen, plus Shiny Kanivanya, plus Shiny Suströming, Fisch, Schmerbe. Dann kommen wir zum Dominik. Da habe ich ein Foto gelöscht, weil das komisch aussah. Das habe ich falsch abgescreent. Das war total verpixelt und unscharf. Der hat ja aber ein 100%iges Snubbull plus Shiny Panzer Aeron plus ein 100%iges Nachtara Hut Pikachu. Das ist auf jeden Fall cool, ne? Und der Michael Schilling, merkt euch den Namen, der Michael Schilling aus Erfurt mit einem Shiny Baumpel, Shiny Mediti, Shiny Kanivanya, noch ein Shiny Kanivanya hinterher, ein Shiny Sepa, noch ein Shiny Baumpel, WP10, das andere hatte wenigstens 238, Shiny Gekkabor, Shiny Fiffien, also entweder hat er die letzten 20 Jahre gesammelt und mir mit einmal geschickt, oder der hat so viel Glück. Okay, ihr seht ja unten immer das Datum auch dabei, 19.05., 13.05., 17.05. ist also alles eigentlich aus dem letzten Zeitraum. 100% Gekkabor hier beim Dagro. Von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Aber jetzt lesen wir hier was von ihm. 100% Glücks Drassler. Auch dabei aus einem Lucky Trade. Und ihr seht, wenn er hier auch eingibt, Drassler und 4, also alles 100%ige. Der 2 100%ige Glücks
Trassler bzw. Gaudebar, der hat ein erlöstes 100er und der hat noch zwei so 100er. Also bei ihm die Armee wächst, ist vorhanden. Plus 100er Loturzel hat er sich auch gegönnt. Und hier sieht man mal, wie das aussieht auf dem anderen Account, wenn er Despot down, Trassler und 4 eingibt. Er hat insgesamt also schon 400%ige Despot da erlöst. Das ist eigentlich auch ein Schocker der Woche, oder? Hat sich aber nicht durchgesetzt. Eins hat er getauscht, was auch 100% bekommen hat. Und ihr seht hier nochmal die anderen Gaude Wars und die Gala Gladys und wie auch immer. Alles 100, alles richtig fett, richtig brutal. Juri ist auch am Start. Der hat sich hier einen Shiny Quiekel gegönnt. 100% Pantimimi. Babys sind immer richtig cool als 100er. Könnt ihr ja nicht mit einer Map fangen oder so. Müsst ihr ja trotzdem brüten. Oder tauschen. Shiny Pfiffchen noch beim Juri. Shiny Flunkiefer mit 91%. Shiny Kanivanya gleich 2 Stück. Shiny Knackleon noch ein Shiny Kanivanya. Dann der Gabriel hat uns mal seine Arena-Stunden gezeigt. Der ist jetzt bei 171.000. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie weit eure Medaille ist bei den Arena-Stunden, wie viel ihr da habt. Aber seine Lieblingsmedaille ist natürlich immer noch: besiege 1000 Mitglieder von Team Go Rocket, die ich immer noch nicht habe, weil ich immer zu keine mache. Und er hat schon fast 3000 voll. Also sehr coole Sache. Mich würde mal interessieren, wie viel Kotbrot hat, weil der ja auch so gerne Rocket Stops macht. Aber ich glaube, an Gabriel kommt so schnell keiner ran. Außer der Schilling vielleicht. Dann haben wir hier noch den Dustin Peach. Großes Lob an dich, großer. Deine Videos haben mich in den letzten Tagen gut unterhalten. Mach weiter so. Der hat uns ja auch gezeigt, was er in den letzten 30 Tagen, ist das dann, glaube ich, was er in den letzten 30 Tagen so für Shinies bekommen hat. 100 Stück, also heißt das das? Alter, 0 bis 30? Kann man das so zählen? Auf jeden Fall ganz frisch noch Sneebel, Pfiffchen und Knackleon. Das Pfiffchen schon weiterentwickelt. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Hier der Clemi. Hat sich einfach mal ein 100% Krypto Shiny Metagross gegönnt, was er erlösen könnte, wäre aber Quatsch, deswegen lässt er es so. Das war, glaube ich, auch ein Schocker der Woche von letzter Woche. Jetzt seht ihr, es ist ganz einfach. Sobald einer so eins hat, hat der nächste plötzlich auch eins, aber es ist immer noch nicht der Schocker von dieser Woche gewesen. Ich habe schon Halluzinationen, der Adi schläft und ich dachte, der schnüffelt mir gerade an der Hose rum. Wahrscheinlich war es, egal, alles Einbildung, beruhigt euch, alles wird gut. Michael Michel, er hat auf jeden Fall einen Shiny Pikachu und einen Shiny Turtok, was er aus einem Schicki entwickelt hat, plus ein Shiny Swinub, also Quiekel, und sich dann übelst gefreut, da er noch einen Milzer bekommen hat, was er ausgebrütet hat, wo er schon so ewig drauf gewartet hat. Das ist übrigens der Poke-Pixel-Freak, schreibt er hier, also Grüße gehen raus an den Poke-Pixel-Freak. Olivia Santos, dann habe ich auch was, auch ein Shiny Quiekel, dann ein Ho-Oh, was eigentlich nicht so interessant ist von den Werten her, aber noch ein Shiny Macholle unten drunter, deswegen nehmen wir es doch mit. Und jetzt kommen wir zum letzten, glaube ich, der Mr. Maurice. Sexy verdient, innerhalb von 3 Stunden fertig, ein Shiny Groudon. Ich finde es immer cool, dass er die Texte so auf die Bilder schreibt. Endlich Level 30 ist er dann geworden. Ist jetzt nicht viel, würde man dir sagen. Trotzdem Glückwunsch natürlich an den Mr. Maurice. Plus Shiny Viridium gegönnt. Shiny Gekkabor gegönnt und das letzte Bild. Habe alle Bonbons zusammen jetzt noch für eine zweite Ladeattacke sparen. Genau, 2141 bei dem Meistergriff ist ein 98%iges Shiny. Hat er jetzt entwickelt, will noch eine zweite Ladeattacke draufknallen. Hochziehen würde ich es aber auch an seiner Stelle mal. Selbst wenn es nur in den 2,5er Bereich geht. Trotzdem, das waren die Highlights der Woche heute. Übelst lange Folge, immer mehr Leute schicken Bilder und machen, tun und ich glaube, ich muss irgendwann mal strikter mit dem Aussortieren sein, wenn 20 Viridiums drin sind, dass ich nur das erste zeige und nicht 20 noch hinterher. Das war's aber mit den Highlights, jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt hier vom Leon Brise, der hat mir nämlich geschrieben, du bist echt hot. Habe ich mich bedankt, hat ein Herzchen gemacht und gefragt, ob ich Single bin. Dann habe ich gesagt, bin vergeben an Pupsi und er, schade, da war er traurig. Es tut mir leid, der gute Mann, der arme Leon Brise, 19. Hier oben steht ja auch Motivation, Success oder
Motivation, Success, sonst was. Der ist bestimmt wieder von so einer Fake-Sekte und wollte mich irgendwo in den Wald locken. Lasst euch da nicht drauf ein, auch wenn euch Komplimente gemacht werden. Aber nein, der richtige Schocker der Woche kommt hier nochmal vom Klemi. Der hatte vorhin schon das Krypto 100er Shiny Metagross gehabt. Jetzt hat er einfach mal ein Schlundo, ein 100%iges Lucky Shiny Kaumalat. Muss ich gucken, dass ich das zusammenkriege noch. Das ist auf jeden Fall richtig fett. Guckt euch auch das Level an, der Bogen komplett voll. Alle Werte auf 15 als Shiny, sieht genial aus und bei dem ist es ja wieder was anderes. Da gute Werte zu haben wegen dem Glücks-Pokémon bringt euch auf jeden Fall was. Das ist auf jeden Fall ein gutes Pokémon. Aber was wollt ihr bei einem Shiny Wingull ein Lucky haben? Wo es den Hintergrund versaut, ihr das vielleicht weiterentwickelt, aber trotzdem nichts damit macht. Und wenn ihr das entwickelt, wird es ja groß und stark und dann ist der Hintergrund auch wieder verdeckt. Also irgendwann versteht ihr auf jeden Fall, warum ich das bei einigen hasse und bei anderen eben korrekt finde und nicht generell Shiny Luckys dumm finde. Das also nochmal vom Klemi. Privat an mich gesendet, genau. Ein Schlundo, Kaumalat, ne? Ein Lucky 100er Shiny. Richtig geniale Sache. Das war's aber von dieser Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schickt mir halt eure Sachen zu. Mal gucken, entweder muss ich schneller reden oder ich muss mehr weglassen, dass ich das nicht immer alles so ziehe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.